Chaka. Woohoo! Moin, hier ist wieder euer Flo. Ich begrüße euch recht herzlich zu einem weiteren Video. Der Frühling ist langsam da, der Schnee taut weg und ich habe euch wieder mit in den Wald genommen und möchte euch die meiner Meinung nach wichtigsten Tools fürs Trailbauen vorstellen. Die wichtigsten 4 Tools. Und ich denke, die solltet ihr, wenn ihr vorhabt, mal einen eigenen Trail anzulegen, auf jeden Fall auch besitzen. So, Tool Nummer 1, hättet ihr euch wahrscheinlich denken können. Der gute alte Spaten. Und zwar habe ich hier einen von Fiskars und das ist kein Klappspaten, der ist hier einfach verschweißt. Der ist relativ kurz, ich glaube 60 cm müsste der lang sein. Hat aber mehrere Vorteile meiner Meinung nach. Also zum einen habe ich schon 3-4 Klappspaten gecrashed und ich finde auch, dass der vom Handling her einfach nochmal besser ist. Der ist robuster, mit dem kann man nochmal eine Wurzel durchhacken. Die Spatenfläche ist auch einfach größer, was auch einen Vorteil mit sich bringt. Und auch der Griff hier oben, das ist einfach alles robuster, der hält länger und ist günstiger. Ich glaube, ich habe für den keine 20 Euro gezahlt. Insofern von mir eine Top-Empfehlung, Kaufempfehlung. Ich habe den sicherlich schon 2-3 Jahre jetzt und der hat keine Probleme gemacht und der passt trotzdem in den Rucksack. Also das ist halt der Vorteil. Genau. Numero Duo. Hier, zweitwichtigstes Tool ist der Rechen. Das hier ist auf jeden Fall ein super leichtes System. Ich habe hier so ein Stecksystem von Gardena. Das ist hier ein ganz leichter Alu-Stiel. Damit könnt ihr es einfach verbinden. Und damit seid ihr noch kompakter unterwegs und könnt das auch zusammen mit dem Spaten in den Rucksack packen. Und das Ganze ist auch nicht teuer. Ich blende euch nochmal einen Link unten ein. Und den braucht ihr vor allem für Laub. Also wenn ihr jetzt einen Trail anlegt, jetzt nicht unbedingt für Sprünge oder für Erde, sondern einfach für Laub, was im Wald halt rumliegt, braucht ihr einen Rechen. Und der macht euch das Ganze viel einfacher. Und der ist super leicht, den könnt ihr immer mitnehmen. Den braucht ihr auch, wenn ihr mal nach dem Winter einfach Trails freirechen wollt. Wenn das ganze Laub vom Herbst den Trail bedeckt hat. Deswegen Nummer 2 auf jeden Fall kaufen. So, Tool Nummer 3. Extrem kompakt. Und zwar ist das eine Handkettensäge. Das ist wahrscheinlich hier der Geheimtipp des Videos. Das kennen vielleicht nicht alle von euch. Und zwar habt ihr praktisch Sägeglieder, ähnlich wie bei einer normalen Kettensäge. Und die sind einfach an den Enden hier noch ergänzt mit 2 Laschen, klar, für die Hände. Und mit dieser Handkettensäge könnt ihr jetzt einfach auf dem Boden liegende Bäume, auch mit richtigen dicken Durchmesser, könnt ihr in kürzester Zeit damit zerlegen und euch Äste für Anlieger, für Sprünge, für Befestigungen, auch für Pfähle, die ihr vielleicht in den Boden schlagen wollt, oder graben wollt, könnt ihr damit zersägen. Und das ist echt immens, was das hier an Zeit spart. Und das krasseste ist Packmaß. Ich zeige es euch mal. Passt in diese Tasche. Kann man sich hier an den Gürtel schnallen, wenn man so richtig survivalmäßig unterwegs sein will. Und das Ding kam um die 20 Euro. Und ich kann das auch empfehlen für Schweden-Campingurlaube, wo ihr vielleicht mal Feuerholz machen wollt. Denn ich werde euch das gleich noch zeigen. Das ist einfach krass, wie schnell das geht. So, Tool Nummer 4 ist der klassische Pizzaschneider. Nee, Quatsch. Das ist ja einfach so eine Handsäge von Lidl. Ja, die ist von Lidl. Und die nutze ich einfach für so kleine Äste an Bäumen. Wenn man jetzt einen Trail legt und dann hat man so kleine Bäumchen, wo Seitenäste in den Weg ragen, dann nehme ich die Säge hier, die ist dann ein bisschen schneller als die Handkettensäge. Und ja, die ist halt auch super kompakt und mit der, die war so günstig, da säge ich auch teilweise Wurzeln beim Löcherbuddeln durch
was ich jetzt mit der Handkettensäge nicht so machen will, damit die nicht so stumpf wird. Und ja, das ist einfach für so ganz kleine Sachen so ganz schnelle Aktion. Ja, kostet auch nicht viel. Ist, wie gesagt, Prio Nummer 4, wenn ihr die drei Tools, die ich davor vorgestellt habe, besitzt, seid ihr auch schon super ausgerüstet und echt mobil. Genau. Was ich noch dazu sagen wollte, ganz viele kaufen ja so einen riesen Spaten und einen riesen Rechen. Und auf jeden Fall, wenn man das Zeug auf dem Trail da hat, ist es auf jeden Fall besser als diese kleinen Werkzeuge. Aber wie oft nimmt man das irgendwo tief in den Wald mit? Also meistens ist es dann so, die Leute nehmen das mit in den Wald, bauen einen Trail und dann lassen sie es da liegen, verbuddeln das meistens, diesen 10-Euro-Spaten von Hobi. Aber wenn ich dann woanders hingehe, dann habe ich ja wieder keine Tools. Deswegen bin ich mit diesem Setup echt super gefahren und ich habe eigentlich auch alles bauen können damit, was ich wollte. Wenn ihr natürlich Fest-Series-Lines bauen wollt oder North Shore-Trails, dann müsst ihr euch nochmal anderweitig umschauen, aber für so Standard-Trails, die der Förster jetzt vielleicht auch nicht gleich zu stark kritisiert, ist das Setup auf jeden Fall zweckmäßig. Ich werde euch jetzt mal hier das Projekt vorstellen, was ich noch die nächsten, sag ich mal, 40 Minuten angehen werde. Wir haben hier einen kleinen Trail. Hat man hier einen, als Absprung kann man es nicht mehr bezeichnen. Und da hinten ist eine Landung und das Ganze sind, ich zeige euch das mal von der Seite hier. Ja, ist schon eine Ecke, also sind sicherlich 6 Meter bis da, tschakka, in die Landung rein. Und ich will den Kollegen hier mal aufbauen und dann vielleicht auch mal testen, ob ich das heute hier bis rein schaffe. Und werde euch dann ein kleines Video noch hier drehen, wenn es klappt. Wenn ich nicht verende da unten, das ist nämlich noch ganz schön schmierig. Schmierig ist es noch. Schmierig, sehr schmierig. Oh, Eis ist auch noch drauf. Scheiße. Na, guck ich mal. Oh, nee. Ich werde euch jetzt mal hier die Wunderwaffe demonstrieren, die Handkettensäge und den fetten Burschen da zerlegen, um den als Basis für den Absprung, für die Absprungkante hier zu generieren. Und ja, da zeige ich euch das einfach mal, wie das hier abgeht, das Ding. Ich sag mal, so anstrengend ist es trotzdem. Ich habe jetzt hier erstmal eine Grundlage ran geschafft. Da ist so richtig fette Oschis. Kleiner Effektivitätstipp, wenn ihr weniger sägen wollt, dann nutzt einfach die Trägheit von so einem Ast. Nehmt euch den, sucht einen Baum, der das auch aushält, dass der nicht da kaputt geht. Und dann, tschakka. Ist ein bisschen hier mit Glück verbunden, wie viele Teile man erhält, aber in der Regel geht das so ganz schön schnell. Recht schnippeln. Ding spart auf jeden Fall auch das Kreuzheben im Fitnessstudio. So viel ist sicher. Ach, herrlich. Naja, ist nur Sand. Scheiß Heidesand. Wenn ihr einen Sprung baut, dann achtet darauf, dass der nicht zu kickend ist. Also zumindest, wenn ihr BMX oder mit einem Dirtbike fahrt. Denn der Radstand von den Rädern wird immer länger. Und wenn ihr dann so einen ganz kleinen Radius, Absprungradius habt, dann seid ihr schon längst mit dem Vorderrad in der Luft. Das Hinterrad ist noch auf dem Absprung. Und dann kriegt ihr hinten einen Kick und ihr macht einen Nosedive, was oft nicht gut ausgeht. Und ja, fühlt sich der Sprung einfach nicht gut an. Da ich euch auch ein bisschen Action liefern will, werde ich jetzt hier Streugut verteilen, damit die Anfahrt nicht so eisig ist. Und dann hoffe ich einfach, dass ich den Speed für den Sprung schaffen. Na herrlich, hier. Bäumchen.
Wo soll ich denn hin mit dem ganzen Grip? Ich werde das Ganze erstmal langsam überrollen, um mal ein Gefühl dafür zu kriegen, um es einschätzen zu können, ob ich es überhaupt schaffe, um den Boden zu checken, und dann mache ich die große Kamera an und versuche das einfach mal, wenn ich das Gefühl habe, es kann klappen, natürlich. Ne? Oh, könnte schon gehen. Abgebremst, weggedrückt. Ja, vor so einer Sache. Mal checken, ob Bremsen gehen. Sonst alles passt. Hier die Bindung geht mal wieder nicht richtig. Was ist da los? Habe ich da noch einen Stein unten drin? Naja, dann gucken wir mal. Es hat doch ganz gut geklappt. Ich bin ziemlich zufrieden mit dem Ergebnis von dem Sprung und der Trail ist jetzt echt wieder ein Stück spannender geworden. Und wenn ihr irgendwelche Fragen habt, Videoanregungen, dann schreibt es gerne in die Kommentare. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt mir gerne einen Daumen nach oben und abonniert den Kanal, denn so bin ich motiviert, weiter für euch auch ein paar Clips zu machen. In dem Sinne, bleibt gesund, viel Spaß, euer Flo und bis zum nächsten Video.